So, ich bin jetzt wieder zurück. Wir haben jetzt hier unseren Problemfall hier. Und zwar ist der Baum zusammengeklappt. Der ist scheinbar nach einem Sturmschaden hier. Also das ist ein Sturmschaden hier. Ich habe das heute früh gesehen. Ich bin in den Garten und wollte eigentlich hier durchgehen. Ja, und dann ist halt der Ast hier durchgerissen. Der ist halt hier komplett spalten. Die zwei, der eine geht jetzt hier rüber zum übers Beet drüber. Und da müssen wir halt jetzt schauen, wie wir den wegbekommen. Und hier drüben ist er zum Nachbarn rüber. Da haben wir jetzt bloß schon ein Stück weggemacht. Da waren wir jetzt gerade beim Nachbarn drüben und haben mit denen das abklärt und haben den weggemacht. Also der geht hier oben auch entlang rum. Und ja, also hier halt schön reingespalten. Also hier ist sehr schön gespalten, alles weg hier. Wir haben jetzt hier eine Kettensäge gleich mal da. Und ja, und wir heißt, ich bin nicht alleine, denn der Gärtner ist auch da, der Landschaftsgärtner. Wie versprochen, ne? Also war ja eigentlich nicht so geplant. Aber ja, der kommt in ein paar Wochen wahrscheinlich nochmal für die anderen Sachen, die wir geplant hatten. Ja, der versucht jetzt hier schon mal ein bisschen was zu richten. So gut wie es geht. Und ja, wenn er dann nochmal kommt, dann machen wir die Stümpfe raus auch. Und hinten Garten eventuell noch eine zweite Sache. Mal schauen, wie es so hinhaut. Ich filme ihn jetzt mal dabei, soweit wie es geht. Und zeige euch das mal mit dem Kettensägen. Also wie der sägt. Und ja. Wir fangen jetzt da üben an. Ja. Der versucht schon auf den da irgendwie vorzubalancieren. Das muss er, oder? Ja, ich meine, gut, naja, oder du schneidest gleich das da ab, da wo er sich spaltet. Ja, da wo er auseinander geht. So. Also der Ast kann man sich irgendwie darauf umbalancieren. Oder du schneidest den links hier ab. Oder hält die Mauer mehr aus? Die Mauer ist stabil, oder? Die Mauer müsste stabil sein, ja. Ja, ich fangen wir mal an. Ja, fangen wir mal an. Mach wie es meinst, ich kenne mich ja da eh nicht so aus. Bin da nicht so der Fachmann. Ganz schön quer, ey. Ging ganz schön hart.
Stacheln. Das ist nicht so gewollt, jetzt ist Ausgang. Ja, das war, naja, gut. Aber der Baum müssen wir jetzt noch retten, so gut wie es geht. Ist natürlich auch die Frage, ob wir den komplett wegmachen müssen. Aber das müssen wir uns noch überlegen. Hä? Soll er mal Bier oder lassen wir jetzt lang? Ja, ich weiß nicht, der muss halt da hinten durch, ne? Irgendwie. Oder wir schlichten es da irgendwo an die Seite hin. Würde ich was machen. Könnten sie auch da hinten ins Eck reinmachen. Würde ich was machen. Ja, könnten wir auch machen, ne? Weil da hinten durch, es ist auch schon ganz ein Stück. Da müssen wir ja wieder alles durchziehen hinten. Den schmeißen wir da vorne hin. Ja. Können wir auch machen. Da an die Seiten, da wächst eh Karasen richtig. Und dann können wir das da machen. Alle also unbedingt auf dem Wurzelstock, ne? Hä? Nee, unbedingt auf dem Wurzelstock. Ja. Also da haben wir eine MS 277, ist das, oder? Ja, ne? 211er. Ah, 211er. Okay, naja, gut. Ja. Jetzt haben wir halt dann noch den ganzen anderen Ast. Hier ist halt jetzt noch das Stück, was noch fehlt. Aber den Rest haben wir jetzt ganz gut weggerichtet. Ohne Verluste, ohne Unfall oder irgendwas. War schon gut, dass wir es auf der anderen Seite weg haben. Gut. Ja, dann schauen wir mal. Also ich mache jetzt da mal einen Cut rein und dann muss ich sowieso mithelfen wahrscheinlich. Mal, weil der Lanz ist das ein wenig kompliziert wahrscheinlich. Und dann, ja, und dann zeige ich euch das Ergebnis dann noch, wenn wir dann fertig sind. Und ja, also dann bis gleich. So, wir sind jetzt fertig und das ist jetzt der ganze Haufen, der zusammengekommen ist. Schon ein Riesenhaufen, ey. Also Wahnsinn. Wir haben jetzt nämlich nicht nur den Baum hier weggeschnitten. Also wir haben jetzt hier den Baum weggeschnitten. Den Ast, meine. Ja, den Baum nicht. Hier den Ast schön weggeschnitten. Ja, und jetzt stellt sich halt dann noch raus, ob wir den dann nicht ganz weghauen. Weil so schaut es echt scheiße aus. Eigentlich. Und das waren genau die Äste, die wirklich getragen haben. Da wo wirklich schön viel dran war. Aber naja, ist egal jetzt. Also können wir jetzt eh nicht mehr ändern. Und jetzt haben wir hier auch noch gleich die Äste weggeschnitten. Die wo hier runtergehangen sind, wo ich schon mal erklärt habe, dass mich das stört. Und das haben wir jetzt auch noch weggeschnitten. Kann man wieder schön durchgehen. Und dann haben wir noch zwei so Bäume weggeschnitten. So kleine, ich weiß gar nicht, wo die gestanden waren. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir die auch noch weggeschnitten. Ja, die da, genau. Die haben wir jetzt auch noch weggeschnitten, weil, ja, die werden groß werden, also die werden richtig groß, die Dinger. Und, ja, genau. Da haben wir jetzt auf jeden Fall einen richtigen Haufen. Und schauen wir mal, was wir damit anstellen. Keine Ahnung. Müssen wir mal noch überlegen. Entweder Lagerfeuer oder wir häckseln es klein oder sowas. Mal schauen. Ja, dann ja, war es das soweit. Ich sag schon mal vielen Dank, ne, für die Hilfe.
und was rauszumachen. Das da. Ja, das sind die 7 Meter, 8 Meter. Ja, gut. Dann schon, ja. Schlechter Punkt dort. Naja, gut. Auf jeden Fall. Ersatzpflanze für dort. Ja, genau. Ja, da müssen wir mal schauen, was man da machen darf. Muss ich jetzt da noch mal abklären, ob wir den wirklich behalten oder ob wir den nicht wegmachen, den Baum gleich. Weil das schaut, also wenn man jetzt von hier drauf schaut, schaut es halt, ja, richtig scheiße aus eigentlich. Weil der halt links komplettes Zeug fehlt. Naja. Aber was soll man machen? Und wir haben es dann auch vorhin erst gesehen, wie groß der war, weil der ging bis darüber, also bis hierher sowas. Und also das war ein Riesenteil. Ja, bis hierher, genau. Und wenn man denkt, hier steht das Haus. Und wenn der noch ein Stück größer gewesen wäre, ja, dann wäre schon im Haus gelandet, der Ast. Und da haben wir schon Glück gehabt. Aber naja, gut. Das war's dann soweit. Ich habe jetzt nicht mehr viel zum Sagen. Genau, die Stümpfe machen wir demnächst raus. Und ja, dann schauen wir weiter. Dann gibt es noch weitere Arbeiten, die wo noch anstehen. Ja, Sensen und ja, eventuell was neu pflastern und ja, mal schauen. Schauen wir mal noch. Und Filter ist fertig, die Messer sind auch fertig wahrscheinlich. Ja, die Schlosser kommt. Ja, stumpf halt, ne? Naja, gut. Das war ja einiges, was wir da jetzt gesehen haben. Und ja. Wir haben jetzt auch schon, naja, wie viele Stunden haben wir jetzt gebraucht dafür? Eineinhalb, naja, aber wir haben halt durchgehend gesägt, ne, in der Zeit. Ging jetzt eigentlich auch ziemlich ratzfatz eigentlich. Ja, gut, dann passt es soweit von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und schreibt uns ein paar Kommentare. Und ja, wir wissen, wir haben ohne Arbeitskleidung gearbeitet. Also speziell er hier, der hat ohne Schnittschutzhose gearbeitet. Und ja, gut, aber wir haben es jetzt überlebt. Und naja, und ich habe auch keine Arbeitssicherheitsschuhe angehabt, ich Vogel. Ich wollte eigentlich welche anziehen, aber naja, ist ja jetzt egal. Ich war auch nicht so in Gefahr eigentlich. Ich war eigentlich nur der Filmer. Der Kameramann und ja, gut, aber das ist ja wurscht. Dann ja, wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit bis zum nächsten Video und schreibt ein paar Kommentare, ein paar nette. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Servus.